Kaktus ist nachladen. Wo ist der Bastard? Es kann ja noch einer sein. Vielleicht kommt der von hinten. Willst du mich verarschen? Na, wo bist du? Hallöchen. Komm zu Daddy. Du musst hier hin, wenn ich fertig bin. Zu ruhig hier. Irgendwo steht er noch in der Peter. Ach, Hallöchen. Gottes wär's. Jetzt muss ich Klaus Radio-Dingsbums anschließen. Mal sehen, ob ich meine Leute empfange. Kann ich mal kurz. Radio. Das hier in das Radio. Ach, hier. Lass die Bojen steigen. Ach so. Ah, die Antennenbojen. Boje. Oje, was für ein dummes Wort. Aha. Level abschließen. Katze im Sack. Sack im Wasser. Woo! Sehr gut, Captain. Wir sind in der Luft. Bitte halten Sie den Kanal auf, damit wir Signal anfallen können. Jetzt haben wir ein U-Boot oder was? Fantastisch. Hey, Sie haben die Hammerfaust entführt. Das größte U-Boot in der gottverdammten Flotte des Regimes. Und das Beste? Fantastisch. Eine Atomwaffe an Bord. Eine beschissene Atomkanone. Das war nichts Wertes. Was für ein Abgang, dieser U-Boot-Kapitän. Wollte eher sterben, als sein Schiff zu übergeben. Hat die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone mitgenommen. Sie funktioniert nicht. Mit normaler Munition schon, aber nicht mit Atomsprengköpfen. Warum reden Sie nicht mit uns, Herr Kapitän? Warum so leblos? Mit diesen Codes hätten wir direkt vor Totenkopfs Haustür fahren können. Seine ganze Basis auslöschen, ihm ein Ende setzen. Dann suchen wir eben die Entschlüsselungscodes. Da liegt das Problem. Auf der Erde gibt es keine Entschlüsselungscodes. Sie werden in der Mondbasis des Regimes aufbewahrt. U-Boot-Kapitäne müssen Sie auswendig lernen. Die Mondbasis ist die am schwersten bewachte Einrichtung des Regimes. Dort finden streng geheime Forschungsarbeiten statt. Auf ins Weltraum. Ich fliege zum Mond. Da war ich noch nicht. Caroline und Anja arbeiten im Hauptquartier an einem Plan. Gott sei Dank. Die Geheimnazi-Basis auf der dunklen Seite des Mondes. Wir kennen es alle. 64, 18, 9, 5, 2. Damit geht das Tor in 2. Mein Vater hat mir diesen Reim beigebracht. Für jeden Ort gibt er sein eigenes Licht. Oh, da bewegt sich was. Sie sollten auf den Weg gehen. Bewegung! Oh, wow. Merken Sie, wie der Boden zittert. Dieser Zugang wurde seit Jahrhunderten nicht benutzt. Gehen Sie hinein. Die Waffen haben wir gerade nicht dabei. Herr Blaskovic, bitte, führen Sie uns hinein. Okay, wie heißt es so schön? Packen wir es an. Also los. Oh, war ja. Ich sage Ihnen, ich habe auf diesen Moment gewartet.
Viele von uns wollten die Machtverhältnisse während des Krieges ausgleichen. Aber alles passierte so schnell und viele unserer führenden Köpfe wurden umgebracht oder sind verschwunden vom Erdboden geschluckt. Doch einige waren erfolgreich. Sie hatten damit begonnen, ihr ganzes Wissen den verfeindeten Staaten des Regimes zu übermitteln. Hoffnung lag in der Luft. Es gab Hoffnung, bis das Regime die Atombombe abwarf. Tja, seitdem schien alles verloren. Ich hörte Geschichten aus den alten Zeiten, als die Datenschutt sich an Orten wie diesen versammelten. Voller Lebensfreude und Neugier öffneten sie einen Zugang zu den Kräften der Natur. Das sieht ja jetzt wundervoll aus. Vergoldet. Je hier sein wird. Das ist ganz edel. Gehen Sie einfach rein. Was meinen Sie? Es gibt einen Übergangsraum zur Haupthalle. Haben Sie eben Warnung gesagt? Warnung, Warnung. Die Anweisungen sind alt und verwittert. Gehen Sie. Auf diese Weise kommen wir in die Haupthalle. Ich kann diese Symbole nicht erkennen. Was? Blaskovic! Wie läuft's ab, Captain? Okay. In der Welt existieren alle Emotionen im perfekten Zustand des Unendlichen. Wow. Sieht der Tempel oft aus. Magnetische Forschung. Okay, geschafft. Oh, wow. Hä? Ist das echt? Oh ja. Was ist das? Das da oben ist die geheime Kammer. Wir müssen zuerst die Magnetfelder aktivieren und den Zugang herstellen. Heilige Scheiße. Diese Maschine hier, sie steuert die elektromagnetischen Felder. Ja. Sieht aus wie so ein alter Maya-Tempel. Bist du bereit, Riese? Eins, zwei, drei, los! Ich hab dich. Da scheint das kaputt zu sein. Wie das mit der Hand? Oh ja. Oh ja, und Munition. Geben Sie mir bitte mal Ihren Laser. Laser? Da, das ist ein Prisma der Dati-Shoot, das Ihren Laser auf die richtige Frequenz einstellt. Jetzt müssten Sie die Magnetspulen laden können. Sehen Sie sie? Dort oben. Ich werde versuchen, das Ding in Gang zu setzen. Ich senke die Schirbeplattform. Eine uralte Stätte. Eine von vielen. Die Dati-Shoot haben sie gemacht, bevor die Menschheit überhaupt den Kompass kannte. Wenn der Ziel klar ist und Menschen zusammenkommen, die für dieselbe Sache eintreten, ist alles gut. Aha, das ergibt eine Treppe. Verstehe. Aha, ich muss darüber. Ich hoffe, ich kann das aufladen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ist doch okay zum Aufladen, oder? Wenn nicht, sind wir aufgeschmissen. Wir sind aufgeschmissen. Gut. Mission verfehlt. Ich gehe da mal. Können wir nach Hause fahren? Es wird wohl kaum klappen.
Ja, ich habe keine Energie mehr drauf. Wenn ihr mal ein bisschen hättet. Das war dumm. Oh, Scheiße. Okay, es geht langsam, aber es wird gehen. Das, was wird. Die haben das Spiel auch möglich gemacht, wenn man übel verkackt. Dauert halt übelst lange, aber letzter Sprung. Ja. Ohne zu zögern bis ganz nach oben. Der ist ein echter Macher, sage ich Ihnen. Sie sind ein Macher, Riese. Sie sind ein Macher. Danke, danke. Hallo. Fahren wir empor. Bringen Sie uns hoch. Das ist breit. Riese. Das Muster da sieht nach einem Dampf hat so ein bisschen Muster, ja. Ich hab's nicht zensiert. 0111. Sollte man sich nicht darauf hinweisen. 5, 8. So wird das Tor aufgemacht. Nicht schlecht, Herr Dorf, nicht schlecht. Oder Junge? Sagen Sie mir nochmal, ich wäre kein Genie. Ja? Bitte. Nur zu, sehen Sie sich um. Nehmen Sie mit, was Sie gebrauchen können, doch denken Sie daran, das ist Oha. Heiliger Boden. Der Spielzeugroboter ist bestimmt auch heilig. Caroline, komm, Caroline. Wir haben es geschafft. Wir sind in der Geheimstätte. Sie würden nicht glauben, was ich hier sehe. Roger, ich bin schwer beeindruckt. Gibt es eine Reihenfolge? Bitte kommen, bitte kommen. Ah, das hat wahrscheinlich Sigurd freigeschaltet. Wir haben einen Hinweis auf die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone. Anja, es geht um einen Truppentransportzug auf dem Rückweg von der Front in Afrika. An Bord ist der Chefwissenschaftler für Totenkopfs neueste Generation von Maschinensoldaten. Er fliegt heute Abend zur Mondbasis des Regimes, um sich die neuen Exemplare anzusehen. Wir werden den Truppentransportzug abfangen, den Chefwissenschaftler schnappen, seine Ausweispapiere stehlen und Blaskovic damit einen Sitz in der Mondfähre verschaffen. Sobald Sie in der Mondbasis sind, müssen Sie die Entschlüsselungscodes finden und zur Erde zurückbringen. Hey, Sie haben gesagt, wir werden diesen Hochgeschwindigkeitszug abfangen. Wie wollen wir das machen? Am besten würde sich die Gibraltarbrücke eignen. Herrje, und wie stoppen wir den Zug? Seth, irgendeine Idee? Wie wäre es hiermit? Die ist sehr, sehr mächtig. Wir nennen sie, wie würde man sagen, Torsionsbombe. Lassen Sie sie vor den Zug fallen. Sie hält alles auf. Exzellent. Brechen Sie sofort auf. Der Zug fährt bereits. Wow.
Tut mir leid, wenn Sie dieses Ding haben wollen, Captain. Das gebe ich nicht mehr her. Überlassen Sie es Carolina. Kashima hat diese Brücke vor 3 Jahren gebaut. Als direkten Zugang zur Front in Afrika. Sie überrollen Afrika wie alles andere zuvor. Der Zug müsste jetzt jeden Augenblick an der Brücke ankommen. Wir müssen los, Cap. Machen Sie sich bereit. Okay. Feuer. Jetzt über den Abgrund wie der Kopf von dem toten Gaul. Da müsste Totenkopf Chefwissenschaftler drin sein. Die Klasse da vorne raus könnte eine sichere Stelle zu sein. Suchen Sie sich. Ich hätte jetzt hier damit drauf geschossen. Hätte den Waggon einfach zerschossen. Also gut, Captain, Sie können jetzt springen. Wir sollen da jetzt wirklich rein? Na, sehr toll. Wirklich Munition. William, laut Protokoll müsste Totenkopfs Chefwissenschaftler eine komplett weiße Uniform tragen. Okay, Last Quick. Finden Sie den Mann mit der weißen Uniform und schnappen Sie sich seine Ausweispapiere. Versuch's mal, Sneaky. Er müsste in einem der Waggons sein. Willkommen zu Resident Evil Zero. Ach du Scheiße. Hier ist mal unten lang. Beim Aufprall beim Stoppen des Zugs aufgegangen. Ich hoffe, keiner lebt von denen noch. Dann war ich ein Jumpscare des Todes. Ach du Scheiße, diese Geräusche. Hier oben ist keiner. Okay. Es ist ziemlich ruhig. Zu ruhig. Sag ich doch. Wer habe ich die Waffe jetzt? Geile Waffe. Raketenwerferwaffe. Oben nach. Medipick brauche ich noch nicht. Hätte sein können, dass oben mal irgendwas Interessantes ist.
bisher ziemlich ruhig hier. Viel zu ruhig. Sehen Sie den Nautica-Waggon nicht mehr, Herr? Gehen Sie in Richtung der Torsionsbombe. Ist etwa die gleiche Richtung und Sie können ihn von überall aus sehen, wenn Sie nach oben schauen. Alter Schwede. Gibt's noch was? Die Sahara wird's denn grün Paradies. Ah ja. Na toll. Heilung, die ich nicht gebraucht hatte. Okay. Das war ein bisschen fies. Von woher? Ich sehe nicht, von woher die Schüsse kommen. Tja. Da müssen wir links. Viel zu ruhig hier. Zwei Schuss und der ist tot. Hier relativ schlecht. Ich treffe auch nicht gerade bestens. Okay, wollen wir mal. Munition. Panzerung können wir mal gebrauchen.
Medizin gerade nicht so sehr. Oha. Können wir da jetzt rein? Die Seite vielleicht? Ah, von da oben. Nehmen wir ein schweres Gerät dabei. Chefwissenschaftler mit dem Ziel Mond. Ich schnapp ich mir einen dreckigen Regime-Raumfahrer. Da haben wir noch 20 Schuss. So, wie kommen wir da jetzt rüber? Dann müssen wir ein bisschen Parkour machen. Alter Schwede. Kommen wir wahrscheinlich durch. Lesekraftwerk verbessert. Aha. Ist immer noch meine Lieblingswaffe. Auch wenn die echt Wumms hat. Ach, scheiße. Das ist unser. Von hier sehen die Soldaten wie Ameisen auf einem Ameisenhügel aus. Das ist der Stock, der reinsticht. Das ist sehr gut, wenn ich das mit der Recht habe. Natürlich ballern. Aha, hier können wir wieder durch. Was soll denn der Blödsinn? Nice! Doppeltums. Dass die Dinger in Videospielen keinen Rückstoß haben. Das wird ja hinwegfetzen, mal zu zwei mit zwei Händen hier. Wo sie nur rumhalten würde. Ah, Panzer damit erreicht, auch schön. Shit.
Schusswaffe. Sind die relativ schutzlos. Oh, Scheiße. Ich überlebe das nicht. Fuck. Hätte vielleicht mal ein bisschen rennen können.